Wir sind am Freitag, sind wir in die Uni gefahren und wollten mich dort im Physikkurs anmelden. Und da hat er gesagt, Kids Club ist immer nur am Dienstag, kommen Sie am Dienstag wieder. Da haben wir nur noch mal aus Neugier gefragt, um was geht's denn da? Weil ich interessiere mich vor allem für Astro- und Quantenphysik, haben wir gesagt. Dann hat er gesagt, dann erzähl mir mal was über Quantenphysik. Und dann habe ich losgelegt. Und nach drei Sätzen, oder er hat gesagt, 3 Minuten Unterhaltung, bei mir hat ein Satz 1 Minute gedauert, hat er gesagt, Kids Club ist nichts für dich, ich zeig dir jetzt das heraus. Dann hat er mir alles gezeigt, hat ein Projekt für mich gesucht. Er wollte mich erst zu so zwei 14-Jährigen schicken, die machen gerade ein Quantenmechaniken-Experiment. Aber hat er gesagt, das würdest du sofort lösen und das wäre zu kontraproduktiv. Die wären frustriert und dann würdet ihr nicht gut zusammenpassen, weil sie eifersüchtig wären und dann könntet ihr nicht gut zusammenarbeiten. Okay. Und deswegen zeige ich dir jetzt den, wie nenne ich ihn? Naja, mein Forschungspartner auf jeden Fall jetzt. Der ist etwa knapp über 14, ich weiß nicht genau wie alt. Und mit dem hab ich jetzt ein eigenes Forschungsprojekt angefangen. Okay. Das handelt über die Chaostheorie.